passenger seat. We can drive around to the sky and see meet. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. I got my hands out the window, feeling the ocean breeze. Montag. Ich bin aus der Schule zurück und habe mich jetzt gerade mal fertig gemacht. Ich hatte heute Morgen irgendwie gar keine Motivation und dann habe ich eine Klausur geschrieben und es war irgendwie auch alles mega anstrengend und ich wollte jetzt aber heute den Tag produktiv nutzen und dachte mir, ich fange an der Stelle mal an, hier wieder zu vloggen, weil ich bin auch ja gleich noch dabei, mein Video zu schneiden und ich habe, nachdem ich aus dem Urlaub kam, hier gevloggt. Aber ich denke, dass ich das nicht hochladen werde, weil mir das alles selber so ein bisschen zu negativ war. Irgendwie hat mich dieses Video ein bisschen gestört, deswegen werde ich das wahrscheinlich einfach alles löschen. Aber will jetzt hier nochmal neu starten. Deswegen probiere ich mir gerade so ein bisschen zu überlegen, was ich jetzt alles schon erzählt habe. Weil jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, es sieht hier jetzt anders aus. Ich habe ja mein Zimmer umgestellt. Als ich hier war zwischen den Jahren, habe ich ja auch gearbeitet. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich brauche mal wieder was Neues. Deswegen sieht das jetzt alles hier so aus. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Mein Urlaub war ja mega schön. Und jetzt seitdem habe ich, glaube ich, einfach so ein bisschen die Zeit gebraucht, hier wieder anzukommen und wieder in die Schule reinzukommen. Ich hatte halt super viele Klausuren die letzte Zeit. Das ist jetzt so der aktuelle Stand. Ich schreibe mir jetzt auch gleich mal einen Plan, was ich alles heute mache. Ich bin jetzt fertig, habe mir meine Liste geschrieben und ich muss es auch irgendwie immer auf Papier schreiben. Ich habe mir irgendwann mal so eine App runtergeladen, aber das bringt mir gar nichts, wenn ich das da eintrage. Ja, ich will euch auch gleich mal direkt mein Zimmer zeigen, aber als erstes liegt hier ein bisschen Kram, deswegen will ich das erstmal wegräumen und ich will heute mein Bett neu beziehen, deswegen überlege ich gerade, wie ich das mache. Bevor ich euch jetzt zeige, wie mein Zimmer jetzt aussieht, wollte ich euch noch mal kurz was zeigen. Und zwar ist dieses Video in Zusammenarbeit mit meinem Foto. Ich habe euch das Ganze ja auch schon mal vorgestellt und ihr wart voll begeistert davon. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass sie mich wieder angeschrieben haben. Denn es ist ja bald Valentinstag. Und deswegen wollte ich euch jetzt schon mal die Sachen zeigen, dass wenn ihr Lust habt, was für euren Freund oder eure Freundin zu besorgen, dass ihr das dann machen könnt. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, ein Fotoalbum zu machen, sonst hätte ich das auch mega gerne gemacht. Ihr könnt euch das Ganze auch nochmal auf der Website anschauen, weil man kann da so viel verschiedene Sachen gestalten. Allgemein muss ich auch nochmal sagen, dass mein Foto mega faire Preise hat und dazu halt voll die gute Qualität. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen ausgesucht und als erstes fand ich das nämlich ganz cool. Gibt es hier so Bilder, die man halt einfach mit so einem Klebeteil an die Wand machen kann, was halt super praktisch ist für Leute wie mich zum Beispiel auch. Ich kann hier ja nämlich nicht bohren. Da ist nämlich so ein Klebeteil mit dabei und deswegen kann man diese Bilder an die Wand kleben. Und ich habe mehrere bestellt, 3 Stück, und die sind halt auch so dick, sind aber super leicht, deswegen kann man die gut an die Wand machen. Und das war ja das eine Bild von Halloween. Ich habe das Ganze 2-mal bestellt, weil ich das einmal auch für mich wollte. Und dann habe ich hier nochmal das, weil ich das wie gesagt auch wollte. Und noch einmal dieses Bild hier. Dann habe ich auch noch so ein Sternbild geholt. Das ist hier in so einem Rahmen. Und man kann sich aussuchen, was man da hinschreibt. Also
Ich habe hier nämlich unseren ersten Kuss, habe ich hier mit drauf. Und dann kann man da quasi das Sternbild sehen. Man kann das alles eintragen. Also hier unten steht auch noch das Datum und der Ort drauf. Das werde ich jetzt hier nicht zeigen. Aber das könnt ihr alles einstellen. Dieses Bild passt jetzt eigentlich so gut in mein Zimmer. Und dann habe ich mir als letztes auch noch was sehr Praktisches ausgesucht. Und zwar ist es so ein Mikrofaser-Sporttuch. Weil Torben ja sehr viel Sport macht, dachte ich mir, das kann er gut gebrauchen. Und ich wollte jetzt irgendwie kein Bild von uns beiden drauf machen. Ich kam auf die Idee, dann vom Urlaub einfach ein Bild zu nehmen von den Bergen. Weil das halt, also es ist halt ein selbstgemachtes Bild und das war jetzt unser Urlaub zusammen vom Skiurlaub. Ich zeige euch das mal kurz. Also das sieht jetzt so aus. Das ist halt ein Bild, was ich selber im Skiurlaub gemacht habe. Das war es jetzt erstmal mit dem kleinen Haul. Das ist mein Foto. Ich finde es so cool, dass sie so viele verschiedene Produkte haben. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Ich habe natürlich auch noch einen Code für euch. Und zwar bekommt ihr mit meinem Code LoveCara10 10% auf die aktuellen 83% obendrauf. Ich schreibe euch das Ganze auch nochmal hier hin und natürlich auch in die Infobox. Da findet ihr dann auch noch den Link. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Shoppen. Ein paar von euch haben mir letztes Mal sogar dann Fotos von den Tassen geschickt oder irgendwie mir geschrieben, dass sie das jetzt gekauft haben und ich fand das irgendwie voll süß. Also könnt ihr natürlich gerne wieder machen. Und jetzt geht's hier ganz normal weiter mit dem Video. Und als erstes zeige ich euch jetzt mal mein Zimmer. Ich zeige euch jetzt, wie mein Zimmer aussieht. Also wenn man reinkommt, sieht man erstmal das hier so aus der Perspektive. Hier stand ja davor mein Bett und jetzt habe ich das so umgestellt, dass hier einfach diese Couch steht und die Lampe. Die Kleiderstange ist gleich geblieben. Die steht immer noch so da. Und der Spiegel auch. Genau, dann kommt hier mein Bett. Und das ist wirklich so viel angenehmer, dass es jetzt so an der Seite steht. Dann ist hier mein Schreibtisch und der Fernseher. Und dann, was auch echt cool ist, habe ich jetzt hier so einen kleinen Nachttisch und auch dieses Teil. Also die benutze ich beide irgendwie so als Nachttisch. Und das ist echt einfach ganz praktisch. Und ja, so ist es jetzt und so bleibt es jetzt auch erstmal. Ich bin hier übrigens voll im Gammel-Look. Das Ding ist, ich fand, glaube ich, davor, dass es schöner aussieht, also wenn man ein Foto davon gemacht hat oder so. Aber jetzt ist es einfach viel praktischer. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr denkt. Und als erstes beziehe ich jetzt mal mein Bett neu und dann muss ich auch noch eine Wäsche anstellen. Also richtig spannende Dinge, die jetzt passieren. Ich bin jetzt gerade fertig geworden und irgendwie ist es so absurd, weil ich hier bisher immer nur mein weißes Bettzeug drauf hatte. Und jetzt habe ich mal grau. Also es hört sich so unspektakulär an, aber das fühlt sich wirklich anders an, wenn da so eine andere Farbe ist. Aber jetzt wird erstmal Wäsche gemacht. Die Wäsche ist jetzt in der Waschmaschine und jetzt muss ich in der Zeit mein Video schneiden. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf den Sommer freue. Ich habe einfach gar keine Lust mehr auf den Winter. Ich finde es irgendwie aktuell so anstrengend und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe dadurch so ein bisschen schlechte Laune. Ich konnte jetzt schon drei Sachen auf meiner Liste abhaken. So, und jetzt schneide ich mein Video. Es ist mittlerweile schon richtig dunkel draußen geworden und ich sitze nach wie vor in meinem Video und schneide das. Ich wechsle irgendwie die ganze Zeit zwischen ich liege auf dem Bett oder ich sitze auf dem Bett oder jetzt sitze ich wieder am Schreibtisch. Und jetzt habe ich mir aber gerade Blaubeeren und Blaubeertee geholt. Und jetzt arbeite ich noch ein bisschen weiter. Ich bin immer noch nicht fertig mit meinem Video, aber ich unterbreche jetzt, weil ich eine Runde Sport machen will. Ich habe das letzte Woche einmal wieder gemacht, weil ich hier wirklich zu selten Sport mache. Also ich habe
halt noch früher richtig viel Sport gemacht irgendwie. Das waren noch so Zeiten, da habe ich noch gar kein YouTube gemacht. Und irgendwie seitdem ich hier in Frankfurt bin, ist es halt mega nach unten gegangen. Und dann habe ich letzte Woche einmal wieder meine Yogamatte rausgeholt und es tat mir so gut. Also ich meine, das sagt ja jeder immer so. Nach dem Sport fühlt man sich besser, aber das war nicht mehr... Also das war richtig krass, wie viel besser ich mich gefühlt habe. Und wie gut mir das einfach tat. Ich habe nämlich erst so ein Pamela Reif Workout gemacht und danach habe ich einfach noch so ein Yoga-Video gemacht. Und das war richtig gut. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Deswegen werde ich das jetzt machen. Ich habe jetzt gerade auch eigentlich nicht so Lust, aber ich weiß, mir wird es danach besser gehen. Was ein bisschen ärgerlich war, ich habe mir nämlich eigentlich vorgenommen, dass ich halt sonntags ab sofort immer meine Videos schneide, damit ich halt montags nicht den ganzen Tag damit verbringe, mein Video zu schneiden. Und dann habe ich jetzt auch gestern ein Video geschnitten und habe mir das heute nochmal so angeschaut und war halt richtig unzufrieden damit, weil das war halt direkt nachdem ich... habe ich das schon erzählt am Anfang des Videos? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das war halt direkt nach meinem Skiurlaub und irgendwie hatte ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht so eine gute Laune und ich weiß nicht, ich will jetzt einfach das Video nicht hochladen, weil ich nicht so zufrieden damit bin. Ja, das war ein bisschen blöd, weil dann saß ich irgendwie 2 Stunden oder 3 Stunden da dran. Jetzt kann ich das alles einfach wieder löschen, aber das gehört halt eben auch dazu. Jetzt mache ich mein Workout. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Loose laughter softens up tension in my shoulder. Let's take a walk, let's go. Ich bin jetzt gerade fertig geworden und ich weiß nicht, das war jetzt kein krasses Workout oder so, aber ich versuche dann immer nicht so hart zu mir zu sein und es ist einfach gut, dass ich mich überhaupt jetzt überwunden habe, was zu tun. Ich habe jetzt am Ende eigentlich mehr so ein Yoga-Workout gemacht und dann versucht, noch eine Meditation zu machen, aber irgendwie kam ich da gerade nicht so rein. Ich bin gerade schon richtig müde und ich esse jetzt gleich noch was und dann gehe ich auch schlafen, aber ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar habe ich ja von meiner Mama und meinem Papa zum Geburtstag so Karten bekommen und an meinem Geburtstag hatten die ja nur so symbolisch Karten dabei, aber das waren ja nicht meine, sondern die von meiner Mama. Und dann sind wir am Freitag zu dem Laden gefahren, wo es so Karten gibt. Und das war erstmal auch so ein bisschen blöd, weil wir kamen da um 12.35 Uhr an. Der Laden wollte eigentlich um 12.30 Uhr schließen. Aber der Mann war dann so nett und hat uns nochmal reingelassen. Wie bei vielem konnte ich mich halt überhaupt nicht entscheiden. Und dann habe ich irgendwie mich für die entschieden, weil meine Mama meint halt so, ich soll mir einfach mal überlegen, welche sich für mich richtig anfühlen und nicht so viel drüber nachdenken. Und dann habe ich halt die genommen. Und dann, weil wir konnten halt auch nicht in die Karten reinschauen, weil die waren hier halt so zu. Dann wollte ich mich am Ende doch nochmal entscheiden, aber ich so, nee, komm, das passt jetzt so. Und hätte ich die gesehen, hätte ich mich auch absolut so entschieden, weil das sind die schönsten Karten, die ich je gesehen habe. Und ich bin seitdem so froh darüber. Ich weiß nicht, das sind so Dinge, die mich richtig glücklich machen. Wenn ihr schon länger meine Videos schaut, wisst ihr eigentlich, dass ich so die Farbe Gold extrem mag. Und diese Karten sind einfach Gold an der Seite. Und das hat man halt davor überhaupt nicht gesehen. Und die sind auch so schön. Also die haben richtig schöne Bilder. Und so rum sehen die Karten auch richtig schön aus. Also war das irgendwie voll cool. Und seitdem habe ich schon mit Emilia gestern eine Karte gezogen. Torben hat auch schon welche gezogen. Meine Eltern alle. So sehen die aus. Und die heißen Weisheitskarten, wenn euch sowas interessiert. Ich habe schon so lange kein Thai-Curry mehr gegessen. Ja, vor allem selber gemacht. Ja, es ist jetzt Mittwoch, ich habe mich irgendwie länger schon nicht gemeldet, deswegen wollte ich euch wenigstens jetzt kurz mein Outfit zeigen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Ich habe einmal diese Lederhose an, die ist von Zara. Dann die Converse, ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Die ist so aus so einem Stoff, der so ähnlich ist wie mein Mantel. Die habe ich mir vor ein paar Wochen gekauft. Dann habe ich so ein schwarzes Rollkragenshirt an und oben drüber so ein Blazer. Der ist von ASOS und der Mantel ist von Oceans Apart.
Und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit und danach fahre ich direkt zu mir nach Hause. Und dann gehen Torben und ich zu seinen Geschwistern und verbringen heute den Abend mit denen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr filmen, aber ich melde mich dann einfach am Donnerstag wieder. Hallo, ich komme jetzt gerade von der Schule. Ich bin gerade irgendwie noch voll rot im Gesicht, weil es draußen mega warm war. Das hier war jetzt halt mein Outfit. Ich habe einmal so eine braune Anzugshose an und dann so ein langärmeliges weißes Oberteil. Und ich habe einfach so gute Laune. In der Schule heute war es eigentlich voll gut. Und jetzt sind gerade zwei Pakete angekommen, auf die ich lange gewartet habe. Aber ich mache mich jetzt gleich erstmal fertig für die Arbeit, weil heute gehe ich ja noch 2 Stunden ins Büro. Ich muss jetzt gleich nochmal mein Zimmer hier ein bisschen aufräumen, weil ich jetzt ganz kurzfristig morgen weg bin, aber ich werde morgen einen Vlog machen über den Tag und werde euch dann alles erzählen, weil ich das alles in ein Video packen möchte. Das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander, weil in der Zwischenzeit irgendwie echt viel passiert ist, aber ich war ja gestern ganz normal im Büro. Dann bin ich noch nach Hause gefahren mit dem Zug und Torben und ich waren ja bei seinen Geschwistern und haben zusammen halt gegessen und dann sind wir abends nochmal zu meinen Eltern gefahren, weil ich noch ein paar Sachen holen musste. Und dann gestern Abend um 12 oder so hier erst in Frankfurt angekommen. Ja, dann haben wir, heute Morgen musste ich ja früh aufstehen und war dann auch schon jetzt in der Schule. Ich mache jetzt mein Make-up. Wenn euch das interessiert, könnt ihr es anschauen. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach überskippen. Ich blende jetzt hier einfach so einen Zeitraffer ein und dann könnt ihr euch das anschauen. Alright, this is a song that I wrote about falling too fast. But I wouldn't know anything about that. I don't wanna lose my grounding, so you catch me not responding. And I press my lips together so you don't find any answer. I've been on my phone 6:30, can't be texting you this early. Cause I fall too fast and lose myself and I want this to last. My friends, they see the patterns. I say it's different, but it's only faster. How do I tell them? I don't wanna lose my grounding, so you catch me not responding. And I press my lips together so you don't find any answers. I've been on my phone 6:30, can't be texting you this early. Cause I fall too fast and lose myself and I want this to last. My friends, they see the patterns. I say it's different, but it's only faster. How do I tell them that you're the exception? Without repeating or just second guessing. 4 weeks and I know I'm sinking. Yeah, I'm falling, yeah, I'm. Ich bin jetzt eigentlich fertig mit meinem Make-up und jetzt räume ich noch mein Zimmer auf und dann muss ich mich auch schon auf den Weg machen zur Arbeit. And we weren't even together, so I don't need any closure. But I've been on my phone 6:30. Ich habe jetzt hier gerade noch mein Zimmer aufgeräumt und mache mich jetzt gleich auch schon auf den Weg zur Arbeit. Ich wollte jetzt an der Stelle hier das Video beenden und dann geht es aber auch schon später weiter mit dem nächsten Video. Wenn ich zurückkomme, fange ich dann an zu filmen und werde euch das Ganze erzählen. Also schaltet auf jeden Fall im nächsten Video ein. Ich bin mega aufgeregt. Ich freue mich so, das ist alles super spontan, aber morgen wird, glaube ich, ein sehr cooler Tag.
Und dabei nehme ich euch mit. Deswegen freue ich mich, wenn ihr dann einschaltet. Ich hoffe auch, das jetzige Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video.